Geliebte Menschenfamilie, wir sind heute hierher gekommen, um zusammen für das Gute, für den Frieden, die neue Erde zu manifestieren. Die ersten Wunder aus unseren positiven Gedanken zeigen sich. Und mit dem ersten Wunder wird der Weg bereitet für weitere Wunder. Deswegen ist es so schön, dass du heute bei uns bist und dass wir zusammen die neue Erde kreieren. Und so gehe nun mit deiner Absicht in dein Herz, hinein und spüre dort die Kraft deiner Seele. Spüre dort die Kraft der Wunder, denn ein jeder von uns, von allen Menschen, trägt diese Kraft in sich. Und so nimm nun einen tiefen Atemzug dieser Kraft aus deinem Herzen, aus deiner Seele und spüre, wie dich diese Kraft aufbaut, wie sie dich trägt und führt. Und nun richte deine Gedanken auf die neue Erde, so wie sie in der fünften Dimension sein soll. Stell dir genau vor, wie es dir geht, wie es deinen Liebsten, deiner Familie, deinen Freunden geht. Stell dir vor, wie es in deiner Stadt, in deinem Dorf, wie es da den Menschen geht. Stell dir vor, wie es in deinem Land den Menschen geht. Und dann stell dir vor, wie es allen Menschen auf der Erde gehen darf, wie sie in dieser vollkommenen Fülle des Universums ihre Grenzenlosigkeit erleben dürfen, wie sie gesund sind, Freude haben, Leichtigkeit empfinden und großes Vertrauen zu der Liebe Gottes tragen. Ich gebe dir nun ein wenig Zeit, damit du deine eigenen Bilder und Visionen in dieses Feld der Manifestation hineinsenden kannst. Und so haben wir zusammen manifestiert. Wir haben die Kraft der Wunder verstärkt. Und das Licht darf sich weiter ausdehnen. Dank dir. Dank dir, lieber Lichtarbeiter, lieber Mensch, der du heute hier warst. Dank an euch alle. Und so legt nun den Mantel von Smarana um eure Schultern, um geschützt und sicher durch die kommende Zeit hindurchzugehen.
und um in der Kraft der Wunder für das Große und Ganze zu wirken. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder, in das Hier und Jetzt zurück, öffne deine Augen und lächle, lächle dich an, schenke dir ein inneres Lächeln dafür, dass so wunderschöne Dinge geschehen dürfen. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz hier. Habt alle ganz viel Dank, dass wir zusammen wirken können und so viel Kraft aus diesem Wirken entsteht. Und über die Freude jetzt, dass so etwas Großes in Bewegung gekommen ist, entsteht nochmal mehr Kraft. Und das ist das Schöne. Und so wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Und wenn euch meine Botschaften gefallen und ihr gerne immer die neuesten Botschaften hören möchtet, dann darfst du mich gerne jetzt abonnieren. Klick einfach hier auf die Kugel. Und ich sage schon mal Danke dafür. Alles, alles Liebe.